Hi. Ihr seht mich kaum, aber es macht ja nichts. Ich sehe euch ja auch nicht. Das mit der Sicht liegt daran, dass es verhältnismäßig früh ist, aber eigentlich gar nicht so früh. Es ist jetzt kurz nach 6 und ich hatte eigentlich gedacht, um die Zeit gäbe es schon ein bisschen mehr Tageslicht. Es ist aber auch brutal bewölkt. Wir sind halt immer noch hier Fjordlands. Ich habe heute einiges vor, deswegen dachte ich mir, legen wir zeitig los, aber dass es dann auch mitten in der Nacht hinausläuft, wir machen uns jetzt auf den Weg vielleicht und sehen weiter. Okay, angekommen an der ersten Location des Tages und mir fällt gerade auf, ich habe euch noch gar nicht gesagt, was ich heute überhaupt vorhabe. Nachdem beim zweiten Versuch heute mein Auto angesprungen ist, was schon nicht so geil ist, es läuft gerade noch, ich hatte Angst es auszumachen. Der Plan heute ist insgesamt 6 Herr der Ringe Drehorte abzuklappern, wenn es natürlich klappt, halbwegs. Ich bin am ersten angelangt. Es ist wohl die Szene, wo die Fellowship Lothlórien den Wald verlässt. Wald habe ich schon gefunden. Und sich auf die Reise macht. Ich glaube mit Schiffchen, wenn ich mich recht erinnere. Es ist ja auch alles so ein bisschen niedergetrampelt. Menschen haben den Ort gesucht, aber ich erkenne noch nicht wirklich was wieder. Klingelt nichts bei mir. Weiter zum nächsten Ort. Gut, hier bin ich jetzt am zweiten Ort. Nenhotil nennt sich das Ganze. Jo, es geht wohl um den Wald. Auch hier habe ich wieder die Szene tatsächlich nicht im Kopf. Und das Problem ist, dass hier jetzt gerade auch, das ist mehr oder weniger ein Campingplatz hier. Es ist gerade alles voller Camper. Aber ich weiß jetzt auch nicht. Location Nummer 3, der Rand des Fangornwaldes, wo so der Orkhaufen lag und diese eine kleinere Schlacht, wo Eomer die ganzen Orks platt gemacht hat, stattgefunden hat. In den Kommentaren zu diesem Ort steht, einfach über den Zaun klettern und den Hügel hoch. Ja gut. Tja, und auch an diesem Ort muss ich wieder sagen, höchstens mit viel Fantasie. Ich habe mir jetzt nicht wirklich Zeit genommen, ich bin da jetzt nur schnell den Hügel hochgesprintet, habe mich kurz umgeschaut, 2 Shots gemacht. Aber ja, so direkt getroffen hat mich jetzt nicht. Tja, das waren die ersten 3 Orte für heute. Diese sind hier alle rund um ein sehr schönes Seengebiet, hier kann man auch campen. Und wandern. Es ist wirklich ein super cooles Gebiet. Aber ich habe gestern Abend festgestellt, dass mir echt die Zeit ausgeht langsam. Ich würde jetzt wirklich gerne ein bisschen hier bleiben. Natürlich auch unter der Voraussetzung, dass mein Auto anständig funktionieren würde. Aber eine richtig coole Area hier. Aber wenn ich am Freitag in 4 Tagen vom Milford Sound zurückkomme, ist bereits der 10. Februar, dann bin ich schon seit einem Monat unterwegs. Und mein eigentlicher Plan war es, am 20. schon zurück zu sein in Christchurch. Das wird niemals funktionieren. Deswegen, naja, weiter geht's.
So, nach ca. 80 Kilometern Schotterstraße und einem leichten Anfang einer Genickstarre davon, bin ich nun zurück mehr oder weniger an der Hauptstraße und hier werde ich es jetzt wagen. Ich werde eine Kleinigkeit frühstücken und okay. Wenn die Kamera lief, hat es bis jetzt immer funktioniert. Deswegen Shit. Second try, wieder. Aber es geht. Weiter geht die Reise. Ich wollte ja weiterfahren zu einem weiteren Herr der Ringe Drehort, nämlich nochmal dem Rand des Fangornwaldes an einer anderen Stelle. Leider habe ich es nicht hingekriegt, irgendwo auf dem kompletten Weg jetzt Handyempfang zu kriegen für Google Maps, weil ich nicht mehr wusste, wie die Straße heißt dorthin, beziehungsweise, was heißt nicht mehr, ich wusste es nie. Dachte aber, ich werde schon irgendwo mal ein Signal finden, das ist nicht so. Ich bin jetzt zurück in Theanau und etwa 10 Kilometer außerhalb von Theanau ist diese Straße, zu der ich eigentlich möchte. Ich weiß es jetzt aber und es ist die Kakapo Road. Ja, for real. Und naja, da fahren wir jetzt hin, auch wenn das Wetter gerade im Moment scheinbar wieder mal so gar keinen Bock hat. Gut, im Regen haben wir den Fangornwald erreicht. Nun an der zweiten Fangorn-Location. Hier müsste irgendwo die Stelle sein, an der Aragorn, Gimli und Legolas auf Gandalf treffen. Die Szene hätte ich tatsächlich im Kopf, ohne Regen, soweit ich mich erinnern kann. Die Stelle ist auch richtig, an der ich hier bin, definitiv, so laut Beschreibungen. Ja, ich werde mich jetzt mal in meine Regenjacke schmeißen und kurz das Fahrzeug verlassen, um zu schauen, ob ihr was sehen könnt. Und auch hier bin ich mir irgendwie nicht so sicher, ob ich hier irgendwas wiedererkannt habe. Ich bin mir genau genommen ziemlich sicher, dass ich nichts wiedererkannt habe, sagen wir so. Es ist auf jeden Fall wieder ein ziemlich cooler Ort mit diesen über Moos überwachsenen Wurzeln und so weiter. Ziemlich schick, aber nicht vertraut. Für mich zumindest. Ich weiß es nicht. Jetzt machen wir uns zurück auf den Weg nach Theanau. Dort ein kleines ja, Mittagspäuschen in Anführungszeichen. Ich glaube, es ist sowas gegen 11 oder so. Na, kann man Mittagspäuschen machen. Bisschen was einkaufen möchte ich noch und dann geht's wieder südwärts in Richtung Manapuri. Angekommen in Theanau und es ist richtiges Dreckswetter. Regnet ganz schön. Aber gut, ich glaube, wir hatten jetzt 4 Tage richtig gutes Wetter eigentlich. Am Stück. Das ist schon ziemlich nice und ab morgen bzw. spätestens übermorgen soll es ja auch wieder netter werden. Also wahrscheinlich so morgen im Laufe des Tages. Meine Hoffnung ist eigentlich, dass wir morgen geht es ja zum Doubtful Sound. Schiffchen fahren, Bus fahren, nochmal Schiffchen fahren. So der Plan. Meine Hoffnung ist eigentlich, dass morgens richtiges Dreckswetter ist und zum Nachmittag richtig geil wird. Das wäre so meine Hoffnung. Ja, jetzt sitze ich hier gerade im Van neben mir. In dem Auto sitzen auch Menschen und in dem Wohnmobil da hinten sitzen auch Menschen. Jeder wartet hier gerade drauf, dass das Wetter ein bisschen weniger beschissen ist. Und dann, naja, geht es ein bisschen raus. Mal schauen, was ich so tue. Hier. Wahrscheinlich wenig Filmenswertes. Ich bin mal wieder angekommen in Manapuri am wunderschönen Campground und
Es hat sogar aufgehört zu regnen inzwischen. Glaubt man's? Blöderweise habe ich gerade schon wieder entdeckt, dass der eine Stecker von meinem Mikrofon schon wieder so halb raus war. Ich hoffe, der heutige Vlog hatte wenigstens zu großen Teilen Sound. Das würde mich jetzt echt ankotzen, wenn das schon wieder passiert wäre. Ich glaube, ich klebe das Scheißding mal einfach fest. Eine Sache hier an diesem Campground, beziehungsweise in der Nähe dieses Campgrounds, wollte ich euch beim letzten Mal schon zeigen. Ich glaube, dann hat es wieder geregnet oder irgend sowas. Deswegen zeige ich euch das jetzt noch kurz und dann war es das für heute. Alpakas und Mini-Alpakas. Wie cute ist das denn? Mm-hmm.